jetzt noch einmal eine ordentliche Portion Sound. Und zwar von einer Frau, die doch auch schon 15 Jahre mitmischt im Schweizer Musikzirkus. 8 goldige Schallplatten und 2 Platin-Schallplatten hängen bei ihr daheim an der Wand. Und schon gleich kommt ein neues Album in die Läden. Heute sehen wir sie mit einer Schweizer TV-Premiere bei uns auf der Bühne. Das ist Natascha mit «Frag nicht wieso». Sehr wohl in der Schweiz. Singst du auch auf Mundart, oder? Ja, also ich denke, in der Sprache, wo man träumt und wo man lebt, wo man die Wurzeln hat, ist es natürlich ganz schön. Mhm. Aber ich singe auch Französisch. Okay, für die Weltschweiz vielleicht auch. Aber natürlich ist es im Frankreich. Jetzt bist du mitten bei der Arbeit für dein neues Album, also mitten im Studio. Mhm. Alle Songs schon im Kasten oder wird noch gefeilt? Oder wie setzt ja, das? Also komponiert sind eigentlich alle Songs, aber wir müssen jetzt die Stimme aufnehmen, Backings. Mhm. Also eigentlich für einen Musiker etwas vom Schönsten. Also diese Zeit genieße ich wahnsinnig. Was hat dich inspiriert jetzt für das nächste Album? Was soll ich sagen? Eigentlich das ganze Leben, jeden Tag, Begegnungen. Und auch Themen, die ihm im Herzen liegen, das wechselt gerne ein bisschen. Aber es gibt so Themen, die ihm natürlich schon lange so auf der Zunge liegen. Und wir haben jetzt etwa 15 Songs und etwa 12, 13 finden dann den Weg auf das neue Album. Und das ist auch eine ganz schöne Arbeit. Kleine Kostprobe haben wir jetzt gerade gehört, live hier bei uns. Ich bin gespannt auf dein Album, Natascha. Ein riesen Applaus, viel Erfolg. Ja, Und das war's von der Hütte.
heutigen Sendung. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Die signierten DVDs von mir in Gastland, die gibt es, wie gesagt, ab sofort auf ricardo.ch abzuzügen. Ganz schönen Abend, wir sehen uns. Ade miteinander.